Grüß euch Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Mirror's Edge. Mich hat das Spiel gerade wieder an eine ziemlich beschissene Stelle gesetzt, aber nichtsdestotrotz, ich werde euch diesmal einen etwas anderen Weg zeigen. Oh, ist das auf meinen Ohren gerade laut. Na gut, es gibt nämlich hier einen coolen Weg. Okay, ich weiß nicht, inwiefern der jetzt cool sein soll. Aber ich habe auf jeden Fall mal gehört, dass es so einen Weg gibt. Na okay, es gibt so einen Weg. Aber diesen Weg kann ich jetzt leider nicht einschlagen. Ich wollte euch auf jeden Fall zeigen, ich sage euch gleich, was ich euch zeigen wollte. Und zwar gibt es einen Weg da so hoch und da drüber und dann auf die Reklametafel hoch. Ich weiß nicht, ob ich es probieren soll. Na, das wird nicht klappen. Aber so muss es auch klappen. Und von da oben, nee, das geht sich nicht aus. Egal, es ist auch nur ein etwas anderer Weg. Ich habe das in einem Let's Play mal gesehen. An das habe ich mich jetzt irgendwann mal erinnert. Angriff. Fuck. Fuck. Gut, ich probiere ein bisschen besser zu kämpfen. Irgendwie, glaube ich, steht diese Folge nicht gerade unter einem guten Stern. Mist! Ah ja. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir das letzte Mal waren. Sie haben sich verzogen. Jetzt müsstest du reinkommen, ohne beschossen zu werden. Ja, genau. Da waren wir jetzt nämlich. Also nur ein Stück weiter. Ja, es ist ziemlich blöd. Aber so ist es halt nun mal. Ich lasse euch gerne an allem teilhaben, was ich spielen darf. Ja. Nein, ich bin an Ansicht nicht gemein. Und hier gibt es auch einen geilen Trick, und zwar... Nein, es gibt einen Trick, ich schwöre es euch. So nämlich, haha, perfekt. So, hier habe ich ja letztes Mal gesagt, boah, das ist ein orges Teil, hier mit diesen Farbveränderungen, so. Und jetzt erst wird es was Neues sein. Ja, ich... Nein, es wird erst, wenn wir unten angekommen sind. Da seht ihr mal, was für beschissene Speicherpunkte das Spiel hat. Na gut. Ja, die Folge ist schon wieder knapp 2 Minuten lang und ich habe immer noch nichts Neues getan. Na, das ist super. Dafür wird sie heute 22 Minuten lang. Habe ich jetzt einfach so entschieden. Perfekt. Gut. Ich mag nicht warten. Hopp. So, Moment, nein, das mache ich jetzt probieren. Ich meine, das ist so ein Freestyle-Running-Spiel und... Haha, das ist cool, finde ich. Okay. Das ist das New Eden Einkaufszentrum. Einfach geradeaus ist, glaube ich, nicht die richtige Methode, oder? Natürlich nicht, aber hier. Ja. Und schwing und schwing dein Ding. Verdammt. Ich bin heute sehr schlecht, das merkt man vielleicht. Und hopp und hopp und hopp. Ja.
Ja. Endlich einmal hat was geklappt. Die Verdächtige wird als extrem gefährlich eingestuft und ist jetzt schon seit mehreren Tagen auf der Flucht. Trotzdem hat Bürgermeister Callahan versichert, dass die Situation unter Kontrolle ist und dass er mit der Verhaftung der Flüchtigen innerhalb der nächsten 24 Stunden. Okay, sind wir dies? Wir sind sicher die Flüchtige. Aber so gefährlich sind wir nicht. Ich meine, wir haben ein paar Polizisten getötet, aber naja. Soll nichts Schlimmeres passieren, glaube ich. Ropeburn wollte seinen kleinen Freund im Atrium treffen, oder? Nun, das sollte direkt vor dir liegen. Hey, das war doch ein Runner, oder? Das war ein Runner. Ja. Okay. Okay. So. Hehe. Tut mir leid, Faye, aber über Funk kam nichts darüber. Alles klar. Kein Ding, Alter. Fuck. Kletter auf die oberen Etagen. Okay. Wie jetzt? Du musst aufs Dach. Ja, ich weiß. Merk. Nein, schlecht, schlecht, schlecht. Eventuell gut. Auf dem Einkaufszentrum gibt es Tragwerke und Wartungsbereiche. So solltest du von da oben wegkommen. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Weiter so. Kann ich hier eigentlich auch schleichen? Nein, ich kann nur rennen. Fuck. Scheiße. Perfekt. Naja, warum? Hehe. Warum sollte Ropeburn mich nur reinlegen? Noch höher, Faye. Noch ein bisschen höher. Na gut. Aber fallen wir nicht ständig durch irgendwas runter? Okay. Okay. Gut, da geht's nicht lang. Immer zum Licht. Immer zu den starken Kunden. Okay. Das ist sie. Bewegung, Bewegung. Oh, ich hab ein Maschinengewehr. Wow. Okay. Okay, fuck. Oh nein, ich weiß. Ich weiß. Wall run zu dem Ding. Ja, kacke. Los. Alles ruhig hier oben. Da ist sie! Oh shit, Fett. Ich hab mein Maschinengewehr. Weg mit dem Scheiß und jetzt rein, Faye.
Fefi ist ein cooler Spitzname. Wenn ich mal eine Katze haben sollte, werde ich sie so nennen. What the fuck? Warum konnte ich nicht wallrun? Ah, die Scheibe war nun die ganze Zeit. Oh, das ist beschissen. Das ist bescheißert. So, weg hier. Fuck. Fuck. Ich würde hier nicht so ruhig baumeln. Aber gut, was für eine Wahl hat Faith? Was für eine Wahl hat sie? Einen Moment bitte. Ich glaube, die Aufnahme hatte jetzt kurz ein paar Sekunden nämlich keine Bilder mehr. Na, es sollte es aber auf jeden Fall wieder funktionieren. Sorry, technisches Gebrechen. So. So. Wo lang jetzt? Oh. Noch eine letzte Tür, da solltest du raus sein. Das ist gut. Hoffentlich wartet hinter der nicht irgendwie 100.000 Milliarden Scharfschützen oder so. Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein. Ist er der Attentäter? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Ropern ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir da nur meine Brezel. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Ropern ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Die Docks, 17 Uhr. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. Okay. Alles klar. Treppe hoch und Affe tot. Na gut. Hier eventuell. Ah ja, hier. Oder? Oh, das schaut. Wollte ich sagen, schaut gut aus. Ah, okay. Blub.
Okay, das hat funktioniert. Schön, schön. Okay. Okay. Alles klar, okay. Okay, alles klar. Ist mir schon klar, Herr Kommissar. So, perfekt. Jetzt einfach nur hochklettern. Und zack. Wo? Okay, das war ein bisschen ein anderer Trick. Okay, verstanden. Okay. Perfekt. Hoch die Leiter und weiter geht es. Schubdidu. Achtung, Sie könnten... What the fuck? Sie könnten mein Signal stellen, mein Funksignal. Wolltest du das sagen, Merk? Das haben sie nämlich getan. Diese widerwärtigen Schweine. Oder was könnten sie denn noch? Gut, das kann ich nicht. Auch wenn sie es vielleicht könnten. Gut, das war jetzt weder klug noch irgendwas. Aber es bringt mich einen Schritt weiter. Schön. Okay. Ich mag Wallruns, ganz ehrlich. Auf das Hundesymbolhaus. Nichts leichter als das, Merk. Fickt euch! Okay. Das ist jetzt cool. Sniper ausschalten ist immer cool. Okay, ich glaube, ich sollte machen, dass ich hier wegkomme. Bewegung, Bewegung! Vielleicht soll ich echt machen, dass ich hier wegkomme. Na, wenn das mal nichts war. Wo bin ich jetzt? Wo ist das dämliche Hundehaus? Ah, da. Fuck, jetzt muss ich nochmal die Sniper machen. Na gut. Wenn der Sniper Major snipen muss, dann kann es eigentlich nur super werden, oder? Verdächtige gesichtet! Ich brauche das Scharfschützengewehr. Ich brauche das Sniper.
Fuck. Fuck. Wäre das eigentlich eine gescheitere Option, das andere Seil zu nehmen? Vor allen Dingen, wie würde ich da am besten hinkommen? Achso, da springe ich einfach drauf. Glaube ich. Okay, so geil, wie ich das wollte, ist es dann leider doch nicht am Ende geworden. Ich nehme an, ihr wisst, was ich gewollt habe. Verdächtige gesichtet! Pem pem. Die Lage. Sie ist tot. Verdammt, einen Versuch noch, dann beende ich die Folge. Dann ist es mir echt zu dämlich. Dann kümmere ich mich beim nächsten Mal drum. Verdächtige gesichtet. Ruhig! Ruhig, sehr gut. Super. Naja, zumindest gut. Ob das super ist, weiß ich nicht. Wir können auf jeden Fall hier rein. Und? Hallo? Hallo? Ich glaube, meine Konsole hat sich gerade aufgehängt. War doch noch so jung. Nein, das ist jetzt irgendwie doof. Na gut, scheinbar im Arsch. Echt im Arsch. Sie gibt einfach nichts mehr von sich wieder. Ich würde sagen, ich beende hier den Part und sage bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ja, ihr seht zumindest noch dasselbe schöne Standbild wie ich. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mirror's Edge. Wahrscheinlich werden wir die Scharfschützen-Szene nochmal machen. Wobei ich werde sie wahrscheinlich allein nochmal machen. Und dann auf das andere Seil irgendwie kommen. Gut, bis dahin. Tschüss.